natürlich auch super viel Laune wieder. Also, ich kann mich ja nicht beschweren. Jetzt hatte gerade drüben jemand geguckt und ich habe ihn gegrüßt. Das ist ganz witzig immer. Könnt ihr es leider nicht sehen, das ist ein Audi-Fahrer. Hi Leute! Ja, ich habe euch ja noch mal das Video versprochen gehabt zwischen quasi meine Meinung, mein Vergleich zwischen meinem M3 und dem M4 von letzter Woche. Und ja, wie gesagt, wenn ich schon dran denke, mit dem M4 war wirklich geil, hat wirklich viel Spaß gemacht. Und das war wirklich so, wo du dich reingesetzt hast und das, boah, Alter, das ist ein geiler Wagen und der ist so herausgestochen von den anderen M-Fahrzeugen. Und das war einfach nur geil. Das hat echt richtig super viel Spaß gemacht. Klar ist jetzt nicht alles positiv mit dem M4, aber fast alles. Also der erste Unterschied, was ich gemerkt habe, was meiner jetzt ein bisschen nachteilig ist, das hatte ich ja schon mal erzählt mit dem Vor- und Nachteil von dem Wagen, die Schwergängigkeit der Lenkung. Also ich habe das schon gemerkt, wenn du jetzt langsamer fährst, die Lenkung vom M3 E92 ist schon schwergängig. Ja, wie gesagt, das ist eine hydraulische Lenkung und die neuen sind einfach alle ein bisschen einfacher und ja, ich mag sowas eben halt. Klar, es gibt auch bestimmt manche, die stehen da drauf, wenn es ein bisschen schwergängiger ist, dann so mehr verbunden mit der Straße, aber das war mir so aufgefallen eben halt, was jetzt so der Nachteil an dem hier war. Nächster Vergleich war jetzt die Beschleunigung. Klar ist das, kannst du überhaupt nicht vergleichen, weil das Competition-Paket, der soll ja 450 PS haben im M4 und der hatte ja gesagt, der M-Instructor, der hatte 480, 490 auf jeden Fall. Und das ist ja wieder eine ganz andere Ausmaß, wenn man überlegt, der hat hier vielleicht 400, wenn es gut läuft. Die streuen ja alle so ein bisschen nach unten, sagen ja alle, obwohl mir das eigentlich scheißegal ist, weil die Emotionen und das, was dem Fahrzeug ausmacht, hier diese Landstraßen so, mit 20 PS mehr ist aber nicht so scheißegal, also das ist mir völlig wurscht. Aber da hat man schon gemerkt, die Beschleunigung war im M4 natürlich viel, viel besser und vor allen Dingen auch durch die Turbolader. Das ist so der nächste Vorteil im M4, das waren jetzt zwei. Der dritte Vorteil, den ich gesehen habe, aber das kann mir glaube ich keiner sagen, warum es im E92 M3 keine LED-Lichtelemente gibt. Ich mache mir mal ein bisschen Bild da rein. Das sind einfach vorne die Scheinwerfer mit den LED-Elementen drin, also quasi das Tagfahrlicht. Das gab es mit dem Facelifter normalen E92 oder E90-Reihe, sag ich mal, im 335 oder so. Da gab es die LED-Lichtelemente, dann sah der Wagen richtig viel neuer aus, fand ich, und viel besser. Ja, obwohl ich jetzt, kann man sagen, warum das jetzt so ist. Und ja, das finde ich echt schade. Ich weiß nicht. Obwohl ich jetzt letztens einen hinter mir hatte, ein E92 war das, mit den originalen gelben Lichtern vorne. Das war schon wieder so oldschool, dass es irgendwie geil war. Das ist mir so aufgefallen. So ist es für ein Vergleich. Der nächste Vergleich. Größte Schwachstelle beim M4 ist immer noch, dass es kein V8 ist, aber da kann man ja nichts dran ändern. Ne? Also der Sound ist innen drin, natürlich habt ihr gehört, künstlich durch den Soundgenerator. Muss man mögen, ich fand es jetzt ganz cool, geht einem vielleicht irgendwann auf den Sack, aber dafür könnt ihr einen Stecker ziehen, dann ist es ja aus, der Soundgenerator im Innenraum. Und man hat dadurch den Ausbruch vom Sound gar nicht mehr gehört. Ne? Also nur wenn man Fenster runter macht, durch Tunnel und so, haben wir es jetzt mehr gehört eben halt. Das war ein bisschen schade. Ja, und vor allen Dingen die Soundkulisse. Der ist ja viel heller und blecherner gewesen, der M4. Und der V8 hier im Maim ist richtig dumpf und hat Power irgendwie. Und das ist so, ja, was Besonderes noch. Oder? Das hört man eben so selten. Und das ist so der einzigste Nachteil im M4. Weil auch das Ansauggeräusch ist natürlich hier richtig geil mit dem V8. Wenn du den hochdrehst bis 7,5, 8000 Touren, das ist richtig geil, das macht richtig süchtig. Wenn du auf der Autobahn bist, wo du es eigentlich nur hochziehen kannst, wirklich andauernd, weil sonst bist du einfach zu schnell hier auf der Landstraße. Oder du bretterst im zweiten Gang hier ganz herum. Das ist so das Einzige. Also die, wie gesagt, Ansauggeräusch vom V8-Motor und der Sound vom V8. Das ist wirklich ganz, ganz groß. Also der größte Pluspunkt hier im M2, also M3 E92. Ja. Und deswegen sind das so die Emotionen, die der Wagen noch mehr rüberbringt. Klar, ich war super geil, super happy mit dem M4, aber weil es auch was Neues ist. Es war die neueste Technik, Innenraum war richtig geil, habt ihr ja gesehen. Aber im Endeffekt, im Groben und Ganzen, ist der M4 natürlich besser. Ist ja auch eine Weiterentwicklung vom E92 M3. Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen beiden, würde ich sagen, den würde ich ja sowieso nicht abgeben. Ich glaube, mein Bruder will den ja gerne behalten. Oder wir teilen uns den dann, keine Ahnung. Und würde ich mir dazu noch ein M4 holen.
wäre vielleicht ganz krank, aber ja, ich muss erstmal sowieso noch ein bisschen sparen und ja, ich habe auch nicht hier die Kohle hier rumfliegen ohne Ende. Und ja, vielleicht im Frühling muss ich mal gucken, vielleicht würde ich mir einen gebrauchten M4 holen und den dann umbauen, eben halt so ähnlich, dass der aussieht wie der M4, den ich gefahren bin, auch mit der Farbe und so. Das wäre schon ganz geil. Ne? Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Also mein Eindruck mal, dass ich den mal rüberbringen konnte. Und ja, schreibt einfach mal drunter, was ihr so findet, die Unterschiede zwischen dem meinem M3 V8 und dem neuen M4 mit dem reinen Sechszylinder. Ne? Würde mich mal interessieren, wie ihr das so seht da draußen. Und freue mich natürlich sehr über ein Like und ein Abo natürlich auch. Und weitere Videos kommen dann natürlich die nächsten Tage. Alles klar. Dankeschön fürs Zuschauen und ich sag mal, bis die nächste Woche. Ciao, ciao. Jetzt hat die Frau geguckt. Ich dachte, ich grüße sie. Thank you.